Altersrente nach einer EM-Rente mit oder ohne Abschläge. Was ist jetzt besser? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage auf Rentenbescheid24.de reinbekommen, also ich gebe es mal sinngemäß wieder. Ich würde das mal so ein bisschen kürzer machen. Also hallo, ich habe wahrscheinlich Bestandsschutz auf die persönlichen Entgeltpunkte aus meiner Rente wegen Erwerbsminderung. Also die Kundin kriegt, es ist hier eine Dame, kriegt hier eine EM-Rente. Er hat uns aber leider nicht mitgeteilt, ob es eine volle oder eine halbe EM-Rente ist. So, und was passiert aber, wenn ich aus meiner EM-Rente in eine Altersrente mit Abschlag hier 2,7% wechsle? Und zwar will sie, da sie eine Schwerbehinderung hat, in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen wechseln. Und zwar könnte sie zum 01.01.2024 da reingehen und hätte dann einen Abschlag von 2,7%. Abschlagsfrei könnte sie dann zum 01.10.2024 gehen. Jetzt stellt sie natürlich uns die Frage, was soll ich machen? Soll ich lieber die Altersrente mit Abschlag nehmen? Oder soll ich lieber die Altersrente ohne Abschlag nach der EM-Rente nehmen? Oder wäre es letzten Endes auch völlig egal? Ja, meine Damen und Herren, meine liebe Anfragende, die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn in der Regel spielt der Abschlag, der sich bei der Altersrente ergeben würde, keine Rolle, da der bisherige Abschlag aus der Rente wegen Erwerbsminderung in die Altersrente übernommen wird. So ist erstmal ganz grob die Regel. § 77 SGB 6. Ganz grob. Aber, meine Damen und Herren, da gibt es zwei ganz kleine Besonderheiten oder vielleicht sogar drei. Aber ich sag mal zwei Besonderheiten. Erstens, wenn sich bei der Altersrente mehr Entgeltpunkte als bei der Rente wegen Erwerbsminderung ergeben, erhalten die neuen zusätzlichen Entgeltpunkte, die also noch nicht Grundlage der Berechnung der EM-Rente waren, den Abschlag der Altersrente. In dem Fall am 1. Januar 2024 2,7%. Oder wenn unsere Kunden abschlagsfrei gehen würden wollen, am 1.10., dann kein Abschlag. Also Zugangsfaktor 1,0. Zweite Besonderheit, war die EM-Rente eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wird nur für die Hälfte der bisherigen Entgeltpunkte der Abschlag aus der EM-Rente in die Altersrente übernommen. Alle anderen Entgeltpunkte, die sie jetzt zum Beispiel unsere Kundin durch zusätzliche Arbeit erworben hat oder die noch nicht Gegenstand der Berechnung der EM-Rente waren, erhalten den Abschlag der Altersrente 2,7% am 1. Januar 2024 oder dann 0% Abschlag, also Zugangsfaktor 1 am 01.10.2024. Und jetzt kommt sozusagen das Salz in der Suppe. Jetzt geht es um die Frage des Bestandsschutzes. Was bringt mir denn eigentlich, wenn ich in der Altersrente gar keinen Abschlag habe für die zusätzlichen Entgeltpunkte, die ich da bekomme, ich aber dennoch höhere persönliche Entgeltpunkte aus der EM-Rente habe, meine Damen und Herren? Das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Was gilt denn dann? Na, da gilt der Bestandsschutz. Das heißt also, die Rentenversicherung vergleicht zum einen die persönlichen Entgeltpunkte aus der neu berechneten Altersrente mit den persönlichen Entgeltpunkten aus der EM-Rente. Sind die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente höher als die persönlichen Entgeltpunkte aus der Altersrente? Ja, Sie sehen, dann verbleibt es bei der Berechnung der monatlichen Altersrente bei den persönlichen Entgeltpunkten aus der EM-Rente. Das heißt also, die monatliche Altersrente wird nach den Regelungen des SGB VI dann mit den bestandsgeschützten Entgeltpunkten aus der persönlichen Entgeltpunkten aus der EM-Rente dann berechnet. So sagt es § 88 SGB VI. Der § 88 SGB VI ist eine Sonderregelung zur Berechnung der monatlichen Rente mit bestandsgeschützten Entgeltpunkten aus einer Vorrente vor der Altersrente. Wenn aber die Entgeltpunkte, die persönlichen Entgeltpunkte aus der Altersrente höher sind als die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente, was aber aufgrund der Rechtslage seit dem 1. Januar 2019 schon fast eine Ausnahme ist,
verbleibt es bei den höheren Entgeltpunkten oder dann wird die monatliche Altersrente aus den höheren Entgeltpunkten aus der Altersrente berechnet. Meine Damen und Herren, es ist keine einfache Rechtsmaterie, über die wir hier reden, sondern hier geht es um den Zugangsfaktor, persönliche Entgeltpunkte, besitzgeschützte Entgeltpunkte aus der EM-Rente als Vorrente im Gegensatz oder im Vergleich zur Altersrente, die der EM-Rente nachfolgt. Ich kann immer nur empfehlen, Leute, wenn ihr das wissen wollt, wie das genau funktioniert, dann geht zu eurer Rentenversicherung und verlangt von eurer Rentenversicherung nach § 109 Absatz 1 SGB Absatz 1 Satz 5 SGB 5 eine Rentenauskunft über die unverbindliche Rentenhöhe einer Altersrente nach einer EM-Rente. Das heißt also, Sie gucken in Ihrer Rentenauskunft oder in Ihren Unterlagen, wann kann ich in die Altersrente gehen? Habe ich rechnerisch irgendwelche Nachteile, wenn ich in die Altersrente gehe aus der EM-Rente? Was für einen Vergleich habe ich dann? Und dann lassen Sie sich doch bitte einfach diese Berechnung machen. Die Rentenversicherung mag das vielleicht nicht gerne machen wollen, aber Sie haben einen Rechtsanspruch auf diese Auskunft. Es ist ganz klar definierter Rechtsanspruch und das muss dann erledigt werden. Und wenn wir die Rentenversicherung anfragen zu diesem Thema, ist das überhaupt kein Problem und die Rentenversicherung schickt uns dann im Regelfall immer diese Berechnung und dann können wir wirklich vergleichen und sehen, aha, wie entwickelt sich sozusagen die Altersrente gegenüber der EM-Rente? Sind die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente besitzgeschützt und führen dann zu einer höheren Altersrente? Näheres zum Thema Rentenberechnung, besitzgeschützte Entgeltpunkte, Zugangsfaktor bei einer Rente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super, super starke, rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.